Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. H2O, eine wirklich tolle Marke aus dem Norden Deutschlands, in Deutschland aber relativ unbekannt. Vor 14 Tagen habe ich euch die Marke vorgestellt und heute möchte ich euch die erste Uhr im Detail zeigen. Ursprünglich hatte ich vor, euch die Weltmeisteruhr zu zeigen. Die 10-Meilen-Uhr mit einer Tauchtiefe von 10 Meilen bzw. 25 Kilometern. Dann habe ich mich aber ganz spontan umentschieden und zeige euch die Kalmar Chronograph, denn diese Uhr ist die Uhr, die mich persönlich richtig von den Socken gehauen hat. Ich habe sie am Arm gehabt und bin wirklich begeistert. Das hier gezeigte Modell ist ein Vorserienmodell. Das heißt, die Serie ist nicht 100%ig deckungsgleich mit dem, was ihr hier seht. Diese Uhr, die ihr hier seht, hat graue Totalisatoren. Das Serienmodell wird aber schwarze oder hat schwarze Totalisatoren, wenn ihr euch genau diese Modellvariante aussucht. Die Totalisatoren sind dann schwarz, wie auch der Reo des hier gezeigten Modells. Ich fand dieses Modell aus mehreren Gründen unglaublich faszinierend. Zum einen, weil es eine für H2O-Verhältnisse vergleichsweise kleine Uhr ist. Mit technischen Daten komme ich gleich drauf. Zum anderen finde ich den Wechsel aus dem kantigen Band und den kantigen Hörnern und dem sehr markanten Gehäuse und der runden Turbinenlünette unglaublich reizvoll. Aber was mich noch viel mehr gereizt hat, das ist das fantastische Licht- und Farbenspiel auf dem Ziffernblatt. Mir hat das unglaublich gut gefallen. Die Drücker haben einen speziellen und für mich ungewohnten Mechanismus, aber auch da werde ich im Laufe des Videos noch detailliert drauf eingehen. Wie ihr hier sehen könnt, sind die Zeiger nicht die üblichen Zeiger, die bei H2O verbaut werden. Das liegt aber daran, dass H2O sehr, sehr viele Varianten hat. So gibt es zum Beispiel bei diesem Modell 6 Gehäusebandwerksvarianten. Es gibt 2 verschiedene Lünetten. Es gibt bei einer Lünette 4 verschiedene Inlays, die man wählen kann. Es gibt 5 verschiedene Ziffernblätter. Und es gibt 2 verschiedene Saphirglas-Varianten. Insofern kann man auch hier sich die Uhr sehr individuell zusammenbauen lassen. Das Stahlmodell, was ich euch hier zeige, beginnt bei 2023 Euro. Die Variante, die hier zusammengebaut wurde, kostet 2.296,70 €. Ja, schauen wir uns die Uhr mal von den technischen Daten an. Der Durchmesser beträgt 43 mm und die Bandanstoßbreite, wie ihr hier sehen könnt, ein gerader Bandanstoß beträgt 22 mm. Die Uhr hat in der hier gezeigten Variante eine Dicke von 16,4 mm mit einem stärker gewölbten Saphirglas von 17,4. Der Horn-zu-Horn-Abstand ist ungewöhnlich groß mit 52 mm. Allerdings gibt es auch Uhren von H2O, die noch deutlich größer sind. Auf der Vorderseite haben wir ein Saphirglas.
Die Uhr ist bis 500 Meter wasserdicht mit einem Saphirglasrücken und bis 1000 Meter mit einem Stahlrücken. Verbaut ist ein ETA 7750 Top Grade. Ein Stahlband ist verbaut und die Krone und die Drücker sind bis 7500 Meter wasserdicht. Schauen wir doch mal, wie sich die Uhr am Arm macht. Dafür habe ich jetzt meine Archimede Outdoor abgenommen und lege die Kalmar Chrono an. Alle Uhren, die ich euch von H2O zeige, sind aus dem Privatbesitz von Clemens Hellenberg, dem Eigentümer von H2O, und interessanterweise hat er den gleichen Armumfang wie ich, sodass ich die Uhren direkt anziehen konnte und sie wirklich genau passten. Ihr könnt sehen, es ist eine große Uhr, aber überraschenderweise passt sie an meinen Arm besser, als ich gedacht habe, und das bei dem großen Abstand von 52 mm Horn zu Horn. Ich werde mir das aber im Video noch einmal genauer anschauen. Apropos genauer anschauen. Hier könnt ihr doch einmal das wunderschöne Lichtspiel der Uhr sehen. Das Blau ist wirklich extrem faszinierend und die in der Serie verwendeten schwarzen Totalisatoren tragen mit Sicherheit zur besseren Ablesbarkeit der Uhr bei. Die Turbinenlünette, also diese Lünettenvariante nennt sich Turbine, finde ich sehr passend zu der Uhr und ist für mich nach meiner persönlichen Wahrnehmung eines der markanten Merkmale von H2O-Uhren. Die Seitenflanken sind gebürstet und passen sehr gut zu dem Tool-Charakter der Uhr. Hier haben wir das Saphirglas auf der Rückseite, womit die Uhr die angesprochene Wasserdichtigkeit von 500 Metern hat. Mit dem Massivglasboden wäre es, wie gesagt, 1000 Meter. Die Schließe ist massiv und, wie ihr sehen könnt, relativ lang. Das hat mich anfangs ein klein wenig gestört, liegt aber auch an meinem schmalen Handgelenk. Die Uhr hat 3 Löcher zur Feinverstellung und zusätzlich noch die Möglichkeit, über eine ausfahrbare Tauchverlängerung die Bandweite zu verstellen. Ihr könnt sehen, die Schließe ist sehr massiv gearbeitet. Der Bügel, der gefaltet wird, wird in die Schließe reingefaltet, trägt also nicht sehr dick auf. Und insgesamt massiv gearbeitet, kein billiges Blech, passt sehr gut zu dem thulischen, schweren Charakter der Uhr. Das Band insgesamt ist mit innen 6-Kant-Schrauben verschraubt. Hier sehen wir noch einmal die Tauchverlängerung, die sich ein- und ausfahren lässt, auch wenn die Uhr am Arm ist. Auf Englisch heißt es, glaube ich, Ratchet Clasp. Auf Deutsch weiß ich gar nicht so genau, wie es heißt, aber ihr wisst, glaube ich, sehr genau, was ich damit meine. Sehr massiv gearbeitet. Mir gefällt das Band richtig, richtig gut. Es ist noch nicht so billig. Wenn man das Band kauft, kostet es zwischen 300 und 400 Euro. Zu den Drückern wollte ich euch noch sagen, dass normalerweise die Drücker runtergeschraubt werden müssen, um sie zu bedienen. Hier ist es gerade umgekehrt. Die Drücker sind bedienbar im nicht verschraubten Zustand. Also mit dem runtergeschraubten Krone lässt sich der Drücker bedienen und auch auf Null setzen. Erst wenn man die Verschraubung nach außen schraubt, also gerade umgekehrt, wie ich es normalerweise kenne, ist der Drückmechanismus gesichert und der Chronograph lässt sich nicht starten. Ich finde das sehr praktisch. Dadurch lässt sich der Chronograph quasi sofort bedienen im Alltag und trotzdem für spezielle Situationen sichern. Hat mir sehr gut gefallen und würde ich tatsächlich auch gerne bei anderen Uhren haben. Das Logo und die Indizes auf der Uhr sind aufgesetzt. Das schauen wir uns aber auch gleich noch einmal im Makro an. Eine schöne Uhr. Mir gefällt sie wirklich gut.
So, und jetzt gehen wir mal was näher ran. Ja, ihr könnt sehen, die Indizes sind aufgesetzt. Das kleine Datumsfenster hat ebenfalls einen Rahmen. Die Totalisatoren sind hier stahlgrau. In dem Konfigurator, der aktuell auf der Webseite ist, gibt es diese in schwarz, passend zum Reo. Die Lünette ist sauber gearbeitet, die Drücker und auch der Kronenschutz passen wunderbar zum Charakter der Uhr. Kleinere Spuren an der Uhr sind normal, denn wie gesagt, das ist keine ganz neue Uhr, sondern eine Uhr aus dem Privatbesitz von Clemens Hellberg. Ihr könnt auch sehen, dass die Lünette leicht über das Gehäuse übersteht, was sehr dazu beiträgt, dass die Uhr gut mit Handschuhen zu bedienen ist. Das Band gefällt mir richtig gut. Die kleinen Glieder führen dazu, dass es sehr angenehm am Arm liegt und sich gut um den Arm herumschmiegt. Sie sind bis zum Anstoß verschraubt, lassen sich also auf jede beliebige Länge kürzen. Ich würde euch gerne noch zeigen, wie die Uhr bei Nacht aussieht. Dafür mache ich kurz die entsprechenden Lampen aus und ihr könnt sehen, dass die Uhr ein wirklich interessantes Nachtbild hat. Die Beschriftung der Totalisatoren sind beleuchtet. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, finde ich richtig interessant. Die Lünette ist durchgehend beleuchtet, die Indizes des Ziffernblattes sind beleuchtet und auch die Zeiger. Ein wirklich interessantes Nachtbild. Ja, das ist die H2O Kalmar Chronograph gewesen. Eine Uhr, die ich eine ganze Zeit lang am Arm hatte und die ich sehr, sehr angenehm am Arm fand. Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass sie so groß und so schwer ist, habe ich sie wirklich gerne getragen, ohne dass sie mich gestört hat. Und das fand ich richtig überraschend und hat mich beinahe dazu verleitet, eine neue Uhr meiner Sammlung hinzuzufügen. Leider hat das Budget dafür nicht ganz ausgereicht. Ihr könnt hier in der Aufnahme sehen, dass die Kanten facettiert sind am Gehäuse. Die Bandglieder haben verschiedene Winkel, sodass sich das Band wirklich frei bewegen kann und auch eine interessante Optik erzeugt. Relativ dick und massiv. Der Preis des Bandes, habe ich das erwähnt, liegt, glaube ich, zwischen 300 und 400 Euro. Der Aufpreis beim Konfigurieren der Uhr im Konfigurator ist gar nicht so hoch. Ich würde diese Uhr also immer direkt mit Stahlband ordern, denn dieses Stahlband finde ich klasse, passt wunderbar zu der Uhr und die geraden Anstöße stören auch aufgrund der speziellen Gehäuseform nicht. Die Gehäuseform ist übrigens meiner Meinung nach der Grund, weswegen die Uhr am Arm gar nicht so groß wirkt, wie die 52 mm Lug-to-Lug vermuten lassen würden. Durch das größere Gehäuse erscheint nach meiner Wahrnehmung die Uhr, das Ziffernblatt, optisch etwas kleiner, also das Herzstück der Uhr erscheint etwas kleiner und insgesamt gehören die Hörner und die Anstoßelemente eher zum Band als zur Uhr, was die Uhr optisch in meiner Wahrnehmung verkleinert, sodass hier die Bandanstoß, die Horn-zu-Horn-Länge von 52 mm gar nicht das ausschlaggebende Kriterium ist. Ja, ich würde wahnsinnig gerne wissen, was ihr von der Uhr denkt, wie euch die Uhr gefällt, ob ihr H2O kanntet, ob ihr die Uhr kennt und was ihr insgesamt von dem Gehäuse, der Art des Bandanstoßes und auch dem Design allgemein denkt. Schreibt es gerne in die Kommentare, sagt, was ihr als nächstes sehen möchtet und vor allen Dingen bleibt gesund, freut euch auf die nächsten Uhren. Bis dahin, tschüss, euer Axel.